So. Komm gleich. Bin gleich wieder bei euch. Für einen Moment. Ja, sofort bin wieder, bin gerade wieder da. So, jetzt müssen wir zu Süleyman, denke ich. War das nicht so? Ach, kann ich wieder Assassinen-Mission hier, Tem. Oh Gott. Da ist meiner, genau. Mein Problem natürlich gerade ist, ich habe jetzt. Oh, bin komplett rot, ne? Also. Das muss ich natürlich loswerden. Erstmal ein paar neue Bomben mir zufügen. Nehmen wir noch 2 9er. Deswegen fett EP. Ich brauche ganz dringend mal hier so einen Steckbrief oder sonst etc. Aber ich glaube, das ist auch missionsbedingt. Dass das sich nach der Sequenz oder nach der Erinnerung. Überbringe gemischte Nachrichten. Ezio hat den Standort der Templerarmee entdeckt, aber dabei einen Unschuldigen getötet. Sprechen Sie mit Süleyman über die Tragödie, niemanden töten. Das ist auch lustig, wie er sie. Komplett crazy, wie ich das machen soll. Nur mal so.
Den kenne ich doch. Tariq war kein Verräter, Suleiman. Auch er war ein Feind der Byzantiner. Was? Dann habt ihr... Es tut mir leid. Gott vergib mir. Ich hätte nicht vorschnell urteilen dürfen. Er blieb eurem Großvater treu bis zum Ende. Und durch seine Bemühungen haben wir die Mittel, eure Stadt zu retten. Ach, Tariq, wäre er doch nicht so verschwiegen gewesen. Eine schreckliche Art, Gutes zu tun. Die Waffen sind jetzt in Kappadoce. Könnt ihr mich hinbringen? Ja, natürlich. Ich werde ein Schiff für euch vor... Süleyman, Süleyman. Man stellte mir eine Falle und ich sah wie ein Verräter aus. Kennst du noch Tariq, den Janitscharen? Mit dem ihr euch gestritten habt? Er wurde ermordet. Es ist bekannt, dass wir uns überworfen hatten. Jetzt werden die Janitscharen mich verantwortlich machen. Welch schreckliche Neuigkeiten. Wenn mein Vater davon erfährt, lässt er mich aus der Stadt verbannen. Oh, vergib mir, Neffe. Ich wusste nicht, dass du einen Gast hast. Das ist Marcello, einer meiner europäischen Berater in Kefe. Buonasera. Marcello, mein Neffe und ich haben private Angelegenheiten zu besprechen. Wie gesagt, ein Schiff wird auf euch warten, wenn ihr abreisen wollt. Grazie, mio principe. Wir werden den Schuldigen für dieses Verbrechen finden, Onkel. Habt Geduld. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist mein Templerstatus jetzt wieder geheim. So. Wir müssten jetzt, wir werden uns jetzt noch das Siegel holen, das vierte Siegel holen. Und dann, Freunde, werde ich Schluss machen. Dann ist zwar die Sequenz noch nicht zu Ende, allerdings so gut wie, denn danach kommen müsste ich noch, will ich erstmal Nebenmissionen machen. Und die werde ich auch aufnehmen. Vielleicht nachkommentieren, vielleicht auch live kommentieren, weiß ich nicht. Also die Nebenmissionen, die für mich wichtig sind, also Meister-Assassin-Mission etc. Und genau. Und das heißt, was heißt das genau? Das heißt für euch, dass ich erstmal die Nebenmission mache. Ich weiß nicht, ob ich sie vorher zeige, nachher zeige, was auch immer, keine Ahnung, ist mir auch egal. Und dann kommen die Hauptmissionen dann danach. Dann werde ich dann auch abschließen die. Und Sequenz 7 und Sequenz 8, Sequenz 9, glaube ich. Ich glaube, es gibt nur 9. Egal. Sophia, Score, ich komme. Gefällt euch das Buch? Wer waren die Männer, die er in die Hölle verdammte? Politische Gegner. Männer, die ihn hintergingen. Alieris Feder ist scharf, nicht? Sie. Eine sehr subtile Art, Rache zu nehmen. Ezio. Ich plane eine Reise nach Adrianopolis in einigen Wochen, um eine neue Druckerpresse anzusehen. Klingt amüsant. Es sind 5 oder 6 Tagesreisen. Und ich brauche eine Eskorte. Rego? Verzeiht, ihr habt sicher viel zu tun. Sophia, ich würde euch gerne begleiten. Doch ich fürchte, mir läuft die Zeit davon. Das trifft auf uns alle zu. Nun,
Ich kann jetzt mit der letzten Chiffre anfangen, aber ich muss vor Sonnenuntergang etwas erledigen. Könnt ihr einen Tag warten? Was braucht ihr denn? Es klingt dumm, aber ein Strauß frischer Blumen. Weiße Tulpen, um genau zu sein. Ich besorge euch die Blumen. Nicht so ein Problem. Seid ihr sicher? Das ist mal eine nette Abwechslung. Bene, trefft mich im Park östlich der Hagia Sophia und wir tauschen. Blumen gegen Informationen. Eine kleine Besorgung. Erledigen Sie einen Auftrag für Sophia, während ihr sie nach dem letzten Polo-Buch sucht. Alles klar. Den Floristen aufsuchen, um einige weiße Tulpen zu besorgen. Ah, ich könnte hier gerade noch was im Bazar kaufen. Ich habe ja gerade 10.000. Könnte ich mir noch ein paar Taschenerweiterungen holen. Wie das zum Beispiel, das mittlere Medizintäschchen. Die Messergürtelerweiterung. Sowas halt. Ihr seht aus wie ein Mann mit Geld. Was braucht ihr, Dostum? Tulpen. Weiße, falls ihr welche habt. Ah, Tulpen. Vergebt mir, die sind ausverkauft. Etwas anderes vielleicht? Nicht meine Entscheidung. Tut mir leid. Dann hört gut zu. Vielleicht weiß ich, wo ihr frische Tulpen bekommt. Ihr wartet hier, ich komme wieder. Eine Stunde. Zwei höchstens. Ich warte doch nicht eine Stunde. Sorry, ich wollte das Fragment haben. Ständig laufen wir diesen einfältigen Taugenichtsen über den Weg. Egal, wo man ihn schaut. Den Mann nicht. Bir sikke. Eski bir asker için bir sikke. Versuch es nicht einmal. Etwas Wohltätigkeit. So eine Schande. Ihr lasst meine Kinder. Offenbar kam es in der Garnison der Janitscharen zu einem Zwischenfall. Es scheint, als hätte sich ein Eindringling Zugang verschafft und die Inneren werden im Haupt der Tarif verletzt.
Hiç merak etme Süleyman, bitte. So, dann holen wir uns mal die weißen Tulpen. Naja, einfach selbst pflücken. Und verschwinden wieder und gehen zu Sophia.